ganz herzlich zu unserem Abreisetag. Traurig, aber auch glücklich, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich auf mein Bett. Dieses Bett hat meinen Rücken kaputt gemacht. Das ist so butterweich, diese Matratze. Die hat meinen Rücken echt zerstört. Ich glaube, die Spülung, die steckt fest. Weil ich gesagt, Pipi. Ah ja. Jetzt. Ja, wir packen. Also wir sind schon fast fertig mit Packen. Alle Zimmer sind schon fast leer. Hier, das muss ich noch alles zusammenstopfen. Da auch beseitigen. Wir haben alle Luftmatratzen entleert. Der Papa packt da schon fröhlich am Auto herum. Wir packen die Schmutzwäsche und die nassen Handtücher lose. Wir haben auch ein bisschen Wäsche, oder? Wir schauen aus, als würden wir eine Altkleidersammlungsbox ausgeplündert hätten. Warte, das auch noch rum zu Papa. Ja, ist ja wurscht. Ja. Genug. So, ich gehe mal schnell die restlichen Sachen packen, ja? Ich nehme wenig. Die Michelle ist so lieb und kümmert sich ein bisschen um die Luisa. Abgelenkt ist und mir was machen könnte. Weil ich kann nichts machen. Ja, zum Glück. Faul liegen ist Michelles Lieblingsbeschäftigung, wisst ihr? Das kann auch, ist auch eine schwere Arbeit. Oder? Kann auch nicht jeder faul liegen. Muss auch geübt werden. Ich mache jetzt die Brote. Ich habe mich gleich hier ausgebreitet. Meine kleine Assistentin Lara hilft mir. Lara macht jetzt nämlich ein Brot. Was magst du? Mortadella, gell? Nein. Soll ich den in der Mitte durchschneiden? Ja. So? No. Bitte. Komm gleich, bleib hier. Halte das. Was soll ich dir jetzt damit sagen? Du und eins essen. Eins für den Papa und eins für dich. Ist das genug Wurst drinnen oder ist es zu trocken? Ist es zu trocken? Soll ich Butter reingeben? Lara, ich will nicht, dass du dir da wehtust. Raus da. So, meine Lieben, unser Auto ist fertig gepackt. Wir mussten leider die Michelle jetzt wieder in die Mitte hinsetzen, weil wir zurück gefühlt mit mehr Sachen kommen, weil da wir diesen Platz noch nutzen. Wir haben viel eingekauft, das stimmt. Und wir kriegen die Luftmatratzen nicht mehr so leer, wie als wir sie gekauft haben. Ist logisch, ne? Mama! Ja? Was magst du haben? Gibst du dir auch so ein Spielzeug, Michelle? Das macht mehr Spaß. Ja, wir haben auf jeden Fall die Wohnung jetzt zugesperrt. Der Papa gibt gerade den Schlüssel ab. Der Papa! Woo! Der Papa? Der Papa hat den Schlüssel abgegeben und jetzt fahren wir. Ich mache jetzt die Tür zu, ja? Der Papa macht das dann bei der Luisa. So, meine Lieben, wir sind schon in Österreich. Hört ihr das österreichische Radio? Ich sitze gerade hinten mit der Lara und spiele dieses Spiel. Lara ist noch ein bisschen muffig, oder? Wer hat den grünen Piratenhaube? Michel, kannst du kurz die Musik ausschalten? Die Luisa tanzt. Okay, mach nochmal Musik. Mach nochmal Musik.
Baby. Machst du wieder aus? Jetzt aktuell sind wir seit 7 Stunden schon im Auto unterwegs. Wir sind aber wirklich schon bald zu Hause. Wer hat den, ja genau, dunkelroten Hut und wer hat die Augenklappe? Also aber wir sind gut durchgekommen. Was Weißes. Das ist nur die Augenklappe, Lara. Ist durchsichtig. Das ist durchsichtig. So, also wir sind gut durchgekommen und wir haben nur Pipi-Pausen gemacht, ganz wenige. Ja, jetzt sitze ich halt aber hinten und bin bei den Mädels. Also der Patrick, der ist jetzt hinten. Vorhin war der Patrick vorne, jetzt haben die zwei wieder zurückgetauscht. Ja, ja. Ah, und wir sind in viel Lach, der Papa ist Mama. Gut. Ja? Die Papa nennt. Die Papa, wo ist die Papa? Da. Da? Wir sind jetzt kurz in Villa stehen geblieben. Papa ist kurz zum Hofer gegangen, um was zum Essen zu kaufen. Der hat nämlich Bock auf was Gekochtes. Er macht heute eine Suppe. Muss jetzt aber mit Lara weiterspielen, deswegen melde ich mich dann, wenn wir Sophie holen. Oder? Holen wir die Sophie? Schüssel nennt. Sag was. Holen wir die Sophie nicht mehr? Du, Lara ist gemein. Holen wir die Sophie? Möchte die Sophie? Ja. Da. Na gut, bis später. So, meine Lieben, wir holen jetzt die Sophie ab. Schaut mal, fetteste Tüte. Wir tauschen jetzt Hund gegen Einkaufssack. Du sagst, ich werde wach. Das lasse ich ja nicht da. War mir so kalt, es ist so kalt in Wien. Mich reißt es wohl, wir sind in der Nacht angekommen. Der Papa freut sich schon auf seine Sophie. Freust du dich, Papa? Ja. Mich so kalt. Ich habe noch die 50 Cent. Oh, Pipi. Pipi? Pipi. Na, wo bleibt sie? Die ist da. Hey, da kommt sie. Was? Kennst du sie hier? Ja. Sophie! Nein, die Kinder bestehen in der Einfahrt. Sie hat nicht verstanden, was redet die Leute. Den ganzen Tag gesagt. Ja, du bist so süß. Wie war sie? War sie brav? Hat sie sich an eure Regeln angepasst? Sie hat sich an die Regeln erstmal angepasst und sie nicht gemacht. Echt? Weil sie akzeptieren schon Regeln, aber irgendwann hat sie dann angefangen, da links abzubiegen, da rechts. Hast du gewusst alles? Ja. Ja. Sie kennt viel. Schläft viel, gell? Ist einfacher wie letztes Jahr wahrscheinlich, gell? Naja, kein Welpen mehr halt. Hey. Und sie hat dann auch bei uns oben geschlafen, die letzten zwei. Ja? Na gut. Mit Papa gibt's nichts zu sehen. Wir haben euch was mitgebracht. Danke. Ja, wir tauschen Einkauf gegen Hund. Sag ja, braucht ihr? Nein, das ist. Okay, na gut. Für den Alex was dabei, für dich. Danke nochmal. Vielen Dank. Danke nochmal. Kommst gut heim. Und sehen wir uns dann nächstes Jahr. Ja. Oh, schau, Pussy gegeben. Oh, Sophie, du bist aber. Oh. Komm! So, meine Lieben, wir sind endlich zu Hause angekommen. Ich sag, kennt ihr das Gefühl? Zu Hause, ihr könnt barfuß überall hingehen. Ihr könnt den Geruch, den ihr da spürt, der ist einfach so. Euer Geruch, einfach wunderschön. Schaut ziemlich fertig aus. Ich habe auch eine, sieht man das glaube ich in der Kamera nicht so, aber Sonnenallergie. Hier ist der Papa. Bist du müde? Na, ich will mal 3 Runden Fahrrad fahren. Der Papa, wenn er müde ist, ist er eine Zicke, oder?
kein Papa mehr. Naja, wir sind ziemlich durch mit der Welt. Die Kinder, sage ich mal, die Kinder, die sind gerade ziemlich happy. Jeder in seiner Welle. Patrick und Michelle haben sich schon Pyjama angezogen. Und die Lisa hat ihr Spiel mit dem Gummistiefel. Keine Nichten und Neffen für mich. Mama, und ich bin beim Hund. Ja? Und ich will ihn immer Patschen. Patschen? Und ich will ihn immer entliegen. Ja, warte, die Lisa sagt Patschen. Ich spiele jetzt mit den Gummistiefeln. Der Pief, der wird sicher noch draußen herum. Schau mal, die Luisa. Wow, Luisa. Jeder mit seinem Lieblingsspiel. Gummistiefel anziehen. Alle Spielsachen ausprobieren. Party macht gleich Netflix an. Und ich will erstmal Couch hüpfen. Couch hüpfen, ja, läuft. Was machst du? Hey. Runter. Ja, ihr Lieben, und wir kommen jetzt mal erstmal ein bisschen zu Hause an und gehen dann schlafen. Heute wird nichts mehr gemacht, es ist schon spät. Morgen werden wir dann das Auto ausräumen, Wäsche waschen und E-Mails beantworten. Ich habe 1000 E-Mails, die ich beantworten muss. Ja, im Urlaub habe ich wirklich Urlaub gemacht und nichts gearbeitet. Und ja, deswegen wird es morgen ein bisschen heavy, aber wir schaffen das. Aber nichtsdestotrotz, danke hiermit. Bis Zuschauen, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!